Guten Abend miteinander und ganz herzlich willkommen zum heutigen Online-Vortrag Indiensommer in Finnisch Lappland, spannender Spätsommer in einer wunderbaren Destination im Norden von Europa. Es freut mich sehr, dass ich euch in den nächsten rund 30 Minuten darf mitnehmen nach Lappland in die Herbstzeit. Mein Name ist Anita Stauffer. Ich bin Head of Production und bereits seit knapp 10 Jahren bei Contiki darf wunderbare Ferienträume ermöglichen in den schönsten Destinationen in Nordeuropa. Ganz kurz eine technische Information. Ich hoffe, ihr könnt mich alle sehen und hören. Ich habe leider keine Reaktion von eurer Seite, aber wir haben eine Chat-Funktion, die wir auch sehr gerne betreuen. Ich habe noch eine Kollegin dabei, Madeleine, die im Hintergrund den Chat betreut. Ich werde sehr, sehr gerne am Schluss des Vortrags alle anfälligen Fragen beantworten. Wie sieht das Programm aus in den nächsten paar Minuten? Und zwar möchte ich euch zeigen, warum dass man unbedingt im Herbst mal nach Lappland reisen sollte. Das ist eine eher unbekannte Reisezeit, aber ich finde, sie ist definitiv lohnenswert. Dann werden wir miteinander so ein bisschen das Thema Nordic Distancing, respektive sicheres Reisen in Skandinavien miteinander anschauen. Ich darf euch ein paar von unseren Produkt-Highlights, spezielle Reisen vorstellen, die eben nach Lappland führen im Herbst. Und wie angesprochen, am Schluss haben wir eine Fragerunde. Ja, warum nach Skandinavien, warum nach Lappland reisen? Ich denke, das ganze Jahr über ist das Thema Weite sicher ein prägender Grund. Es gibt kaum irgendwo einen Platz in Europa, wo man die Weite noch so erleben kann, wie man das in Skandinavien, insbesondere ganz im Norden von Skandinavien, kann erleben. Ganz viele Wälder, aber auch Fjorde, Berge, Tundurist, ein Paradies, wo eigentlich das Auge nie ans Ende vom Horizont kommt. Also das ist definitiv etwas, wo Skandinavien, insbesondere Lappland, auszeichnet. Verbunden mit diesen weiten Feldern, Flächen dort oben, ist natürlich auch die Ruhe, etwas, wo man bei uns manchmal ein bisschen vergebens sucht. Einfach mal in der Natur sein, den Geräusch von der Natur lauschen, sei das die Vögel, sei das Rauschen von einem Bach oder die Steine, die unter den Wanderschuhen knirschen, das ist definitiv etwas, wo man dort oben erleben kann. Ja, und der Herbst ist ja auch bei uns eine Farbe gebracht und in Lappland oben ist sie besonders ausgeprägt. In Finnland hat der Herbst einen speziellen Namen und zwar ist das die Ruska-Zeit. In Finnland generell oder in Lappland redet man von 8 Saisons und eine davon ist eben die Ruska-Saison. Damit die Blattverfärbung eintrifft, ist es wichtig, dass es ein erstes Mal Frost gegeben hat. Erst nach dem ersten Frost, wenn sich die Blätter ganz in den verschiedenen Farben verfärben. Der erste Frost, die ersten Minustemperaturen sind in der Regel ca. Ende August, wo das kommt. Und dann die nächsten 2 Wochen sind so ein bisschen die stärkste Ruska-Zeit. Ist natürlich von der Natur vorgegeben, geht nicht nach einem strikten Fahrplan oder nach einem bestimmten Datum. Aber so plus minus kann man sagen, ab Ende August bis Mitte September ist so die Blütezeit von der Farbenpracht in Lappland. Ich habe das selber auch schon erleben. Wunderbare Stimmungsmomente, die man geniessen kann, dort oben in Lappland. Da zum Beispiel ein Bild in Eggeslompolo mit dem See, mit dem Yllästunturi im Hintergrund, wunderschönen Sonnenuntergang, was auch noch hinten aufscheint. Also es ist wirklich sehr eine eindrückliche Farbexplosion dort oben im Herbst. Ja, und warum jetzt auch noch gerade im Herbst reisen? Ganz viele Leute reisen im Sommer nach Skandinavien und ganz viele Leute reisen im Winter nach Skandinavien. Ich bin aber der Meinung, dass sich eine Reise im Herbst besonders lohnt, weil man gerade Hotspots, wie zum Beispiel die Lofoten oder das Nordkap,
mit bedeutend weniger anderen Gästen darf, muss, soll teilen. Dass man da wirklich ein bisschen nach dieser High Season, die im Sommer ist, also ein bisschen die Ruhe kann geniessen. Was auch noch zu erwähnen ist, die Einheimischen, vor allem in Finnland, sehr viele Gäste reisen dann eben in dieser Ruska-Zeit im eigenen Land nach Lappland und erleben dort die Natur ganz aktiv. Wir werden noch sehen, was man alles machen kann in Lappland im Herbst. Von dem her, die internationalen Gäste sind abgereist nach einer Hochsaison im Sommer. Die Natur bleibt aber wunderbar schön. Man hat die Weite und Naturruhe mehr für sich. Definitiv ein Pluspunkt für eine Reise im Herbst. Ja, und ganz ein wichtiger Punkt, Reason why dort auf zu reisen, ist das Thema Nordlicht. Viele Leute haben das Gefühl, dass es Nordlichter erst gibt, wenn es geschneit hat, also sprich im Winter. Das ist aber nicht der Fall. Nordlichter gibt es grundsätzlich das ganze Jahr über, aufgrund von der Mitternachtssonne. Und dass es nicht mehr dunkel wird, sieht man sie einfach im Sommer nicht mehr. Und ab ca. Ende August wird es dann wieder genug dunkel, dass man sehr, sehr gute Chancen auf Nordlichter hat. Und gerade Nordlichtkenner sagen, dass insbesondere der September ein wunderbarer Monat ist, zum Nordlicht zu sehen. Statistisch gesehen ist der September auch ein Monat mit besonders viel Nordlichter, natürlich auch immer abhängig vom Witterung, vom freien Himmel, was dazu braucht, aber grundsätzlich definitiv ein Erlebnis. Und ich sage, es gibt auch noch den Vorteil, dass es vielleicht nicht allzu kalt ist, also man kann länger dem Spektakel zuschauen, ohne dass man sich ganz fest muss einpacken muss, wie im Winter. Und auf diesem Bild sieht man es eigentlich auch schön, die Gewässer, die Seen, die Flüsse sind noch nicht gefroren. Das kann je nachdem, wenn man gerne fotografiert, wunderbare Spiegelungen geben auf diesen Wasserflächen. Ja, und das Nordlicht ist ja etwas, das man nicht unbedingt möchte verpassen, wenn man schon in der Destination unterwegs ist. Und dafür hat Contiki einen exklusiven Nordlichtalarm entwickelt. Ihr als Contiki-Kunde bekommt jeweils täglich eine Prognose, wie überhaupt die Chancen stehen auf Nordlichter. Und wenn es dann effektiv ein Nordlicht am Himmel hat, bekommt ihr ein SMS auf euer Handy zugeschickt. Jetzt, wie funktioniert unser Nordlichtalarm? Das ist ein relativ simples und gleich ein sehr ausgeklügeltes System. Wir haben in ganz Skandinavien wie auch in Island an verschiedenen Standorten Kameras aufgestellt. Und die machen in regelmäßigen Abständen ein Bild vom Nachthimmel. Die Bilder werden dann analysiert auf einem Server und je nachdem, wenn es auf dem Bild ein Nordlicht hat, wird dann automatisch der SMS-Alarm ausgelöst. Ja, und der Herbst ist natürlich auch Erntezeit in Lappland. Es wird geerntet, was die Natur so anbietet, nach einem prachtvollen, sonnenintensiven Sommer. Das sind natürlich allem voran unzählige Beerenvarianten, vom Blaubeere über das Kreienbeere, Cranberry. Da gibt es alles Wilde. Wenn man Glück hat, vielleicht sogar die Moltebeere, das Gold des Nordens. Wenn ihr also die würdet finden, ja niemandem verraten, weil die Fundorte von diesen Cranberries, von diesen Cloudberries ist es auf Englisch und der Moltebeere auf Deutsch, die werden sehr geheim gehalten, weil es eben wirklich schwierig ist, die zu finden. Dann will man es nicht der ganzen Welt verraten, wo dass man jetzt die Beere gefunden hat. Pilze ist natürlich etwas, das man kann sammeln kann. Und gerade in Lappland werden sowohl Beere wie auch Pilze je nachdem eingefroren, damit man dann im Winter wunderbare Gerichte und feine Desserts auch kann produzieren aus diesen gesammelten Beeren. Ja, und ich habe es angetönt, Skandinavien im Generellen ist natürlich ein Paradies für aktive Leute und auch der Herbst ist noch sehr eine gute Jahreszeit, um die Natur aktiv zu erleben. Sei das zum Beispiel auf Wanderungen von einfachen Rundwanderungen, die auch zum Beispiel für Familien je nachdem gut geeignet sind, bis zu anspruchsvolleren Touren ist da natürlich sehr viel möglich. Man kann natürlich auch mit dem Velo oder mit dem Mountainbike unterwegs sein, entweder mit oder ohne Unterstützung. Also es gibt sowohl normale Mountainbikes wie auch E-Bikes, Fatbikes. Da gibt es ganz viele Varianten, wie man das erleben kann.
Neben dem Aktivsein kann man natürlich auch in die Kultur eintauchen von Lappland. Sami ist eines der letzten indigenen Völker, die es noch gibt in Europa. Und die haben natürlich eine lebendige Kultur, die sowohl Tradition wie auch das moderne Leben verbunden wird. Allem voran ist es natürlich spannend, ein Sami-Museum zum Beispiel zu besuchen und so wirklich etwas über die Geschichte von dieser Kultur zu erfahren. Oder natürlich, was auch toll ist, sich ein Souvenir mit heimzunehmen. Ganz viele Souvenirs sind natürlich aus Rentierfell oder Rentierhorn hergestellt. Wenn das Portemonnaie etwas grösser ist, kann man sich allenfalls auch einen wunderbaren samischen Silberschmuck mit in den Koffer einpacken zum Heimnehmen. Für das sind die Sami unter anderem auch sehr bekannt. Ja, und das Rentier, ja, wir haben es gesehen, gehört zu den Sami. Was ich euch garantieren kann, wenn ihr im Herbst in Lappland unterwegs seid, ist, dass ihr Rentier werdet sehen. Das Tolle ist, im Herbst sind die Rentier, respektive ihre Geweih in voller Blüte, kann man fast sagen. Die sind den ganzen Sommer durch gewachsen, die Geweih. Und vor allem die Rentierbullen haben natürlich ein wunderbares Geweih auf dem Kopf, bevor sie das dann im Winter wieder abstoßen, um die Energie zu sparen im Winter. Was vielleicht noch spannend ist bei den Rentieren, die Rentier ist die einzige Hirschart, die es gibt, wo sowohl die Weibli wie auch die Männli ein Geweih tragen. Also da gibt es keine Unterscheidung in den Geweih. Die Rentier sind auch die einzigen Hirscharten, die man domestizieren kann, dass man sie zum Beispiel im Winter von einem Schlitten spannen und eine Rentierfahrt unternehmen kann. Sie sind also nicht komplett menschenscheu, sie sind sich an die Menschen gewohnt. Und so kann es gut vorkommen, dass man Besuch hat, direkt zum Beispiel vor einem Blockhaus von einem Rentier, der dort einen Spaziergang durchmacht. Oder wir sind auch einmal zurückgekommen von einem Ausflug und dann sind sie friedlich bei uns vor einem Blockhaus in den Bärenstrüchen am Liegen gewesen. Wahrscheinlich haben sie feine Beeren gegessen, so wie wir das jeweils auch gemacht haben. Ein kleiner Hinweis, wenn es so ein bisschen in Richtung Herbst geht, ist natürlich auch so ein bisschen, sind die Bullen besonders stark und gewachsen und schon in Brunstzeit. Und denen sollte man definitiv nicht zu nahe kommen. Es ist also ein wildes Tier. Wenn man das aus der Ferne beobachtet, ist das überhaupt kein Problem. Aber es ist definitiv kein Haustier, das man so einfach, wenn man es nicht kennt, kann streicheln. Vielleicht generell ein bisschen schwieriger zu finden, sind natürlich die Elche. Die verstecken sich in den Wäldern, sind nicht so an Menschen gewöhnt, wie das zum Teil die Rentiere sind. Aber wenn man natürlich so einen riesigen König der Wälder sieht, dann ist das natürlich sehr, sehr eindrücklich. Da haben wir ein Schild von der Rentier. Vorsicht, Rentier, die die Straße queren. Das vielleicht als kleine Überleitung. Die Schilder sind natürlich toll zum Fotografieren, aber sie sind auch da, dass man vor allem auch gerade in der Dämmerungszeit wirklich aufpasst vor dem Wildwechsel, was es dort wirklich gibt. Die Rentier bewegen sich frei in der Natur und überqueren, respektive halten sich auch sehr, sehr gerne in der Nähe von der Straße aus. Ja, jetzt Nordic Distancing oder Social Distancing, wie wir das bei uns nennen, das ist grundsätzlich etwas, was die Nordländer ein bisschen in ihrer DNA haben. Zu Beginn von der Corona-Krise hat es in Finnland einen Witz gegeben. Hat es geheißen, ja, jetzt sollte man bitte 2 Meter Abstand halten. In Finnland hat man gefunden, was? Nur 2 Meter? Wir haben doch viel lieber viel mehr Abstand zueinander. Ja, das ist sicher etwas, wir haben es eingangs gesehen von der Präsentation. Die Weite ist etwas, was man hat. Das heisst, man kann sich wirklich problemlos dort distanzieren und hat ganz viel Platz für sich. Ein weiterer Vorteil von Ferien in Lappland ist die Anreisevariante. Contiki bietet einen Direktflug an, wo man von Zürich direkt ins Herz von Lappland fliegen kann. Also man muss nicht umsteigen an einem turbulenten Flughafen mit vielen Leuten oder so. Hat von dem her auch sehr eine sichere Anreise.
Dann ein eigenes Blockhaus haben, da ist natürlich Privatsphäre garantiert. Oder natürlich auch ausgewählte Hotels, wo alle sehr gute Hygienekonzepte haben. Generell kann man sagen, in Skandinavien sind sämtliche Corona-Massnahmen aufgehoben, also ähnlich wie in der Schweiz. Man kann sich eigentlich wieder bewegen und verhalten wie vor Corona. Was wir weiterhin anbieten, auch so ein bisschen aus Sicherheit, aber auch zum euch einen Mehrwert bieten, sind unsere Gästebetreuer, die in Lappland und auch auf den Lofoten stationiert werden, sind, den ganzen Sommer, inklusive eben dieser Ruska-Zeit. Sie stehen 24 Stunden, 7 Tage in der Woche zur Verfügung bei Fragen, bei Problemen oder bei sonstigen Unterstützungen, die ihr bräuchtet. Ja, und jetzt habe ich viel von Lappland geredet. Vielleicht ganz kurz, ja, wo ist überhaupt Lappland? Was gehört überhaupt alles zu Lappland? Lappland ist das Gebiet, das sich nördlich vom Polarkreis befindet, und zwar von Norwegen über Schweden, Finnland bis über nach Russland. Wir bieten ganz viele Reisen an, die drei Länder kombinieren, Schweden, Finnland und Norwegen. Und wir bieten auch Reisen an, die in den einzelnen Ländern unterwegs sind. Die Weite kommt auch wieder hier gut zur Geltung. Bei uns leben über 200 Personen pro Quadratkilometer. In Lappland sind es genau 1,9 pro Person pro Quadratkilometer. Also vor allem Wälder, Weite und Ruhe. Ich habe es schon ganz kurz angetönt vorher. Lappland ist ganz einfach zu erreichen, und zwar bieten wir von Kontiki aus jeweils am Samstag einen Direktflug an von Zürich nach Kittilä in Finnisch Lappland. Wir fliegen mit der Helvetic Airways, bieten dort einen bewährten Kontiki-Service an, sehr bequeme und einfache Anreise in ca. 3,5 Stunden ist man mitten in der Natur. Ja, und jetzt, was kann man so erleben oder was für Reisevarianten gibt es im Herbst? Allem voran ist natürlich eine Woche Blockhausferien ein Traum. Viele Leute kennen Finnisch Lappland im Winter von Blockhausferien, allenfalls vielleicht auch vom Sommer. Aber ich finde genau, der Herbst ist eine super tolle Jahreszeit, um eben all die Sachen zu erleben, die ich euch jetzt schon ein bisschen vorstellen durfte. Wir haben ganz viele Blockhäuser zur Auswahl, zum Beispiel in Eggeslompolo oder auch in Luosto, von kleineren bis zu ganz grossen Häusern, von rustikaleren Häusern bis zu modernen skandinavischen Häusern gibt es da eine grosse, grosse Auswahl. Die sind alle wunderbar ausgestattet mit Küche, mit Sauna, mit Schmiede, dass man da wirklich das finnische Blockhaus-Märli erleben kann, auch im Herbst. Ja, und was macht man dort zum Beispiel? Man geht selber sein Morgen sammeln. Wir sind jeden Tag frische Beeren pflücken, wo wir unterwegs waren, und haben dementsprechend jeweils am Morgen ein feines Müsli mit Blaubeeren können geniessen. Nicht nur für Kinder ist es ein Paradies, sich in dieser Natur frei können zu bewegen. Auch die grösseren Kinder haben natürlich Freude an diesen vielfältigen Möglichkeiten. In Eggeslompolo gibt es sogar jede Schaukel, die man gerade in See raus kann schaukeln und zu verschiedenen Tages- und Lichtstimmungen die Aussicht geniessen. Hier nochmal ein paar Impressionen, wie sich Ruska in der schönsten Phase zeigt. Wirklich alles von Orange über Rot sieht man wunderschöne Farbkombinationen. Aktiv sein ist natürlich super in Lappland, sei das auf dem Bike, sei das beim Wandern, sei das vielleicht auch bei einer Kanutour am Fischen. Da hat man unzählige Möglichkeiten. Vielleicht noch ganz kurz ein Wort zum Thema, was packe ich leider technisch in meinen Koffer ein.
Ich kann vom T-Shirt bis zum Vlies und der Regenjacke und dem Stirnband alles einpacken, weil man kann wirklich in dieser Woche oder zwei, wo man unterwegs ist, auch ganz unterschiedliche Temperaturen erleben. Da ist also wirklich alles möglich. Wir sind im T-Shirt gewandert, wir sind aber auch im Vlies und der Regenjacke und am Stirnband gewandert. Also da ist am besten einfach verschiedene Schichten einpacken und dann kann man sich perfekt dem Wetter entsprechend kleiden. Wer lieber ein bisschen unterwegs ist und ein bisschen mehr möchte sehen, zum Beispiel eben als Nordkap reisen, wenn die grossen Touristenmassen vielleicht nicht mehr so vorhanden sind, dann kann ich unsere Reise Nordkap Superhit empfehlen. Das ist eine preiswerte, einwöchige Mietwagen-Rundreise, wo man mit dem Mietwagen unterwegs ist. Hotel, alles vor Ort, alles bereits im Voraus organisiert, dass man sich wirklich aufs Geniessen und Erleben und Erfahren von Lappland konzentrieren kann. Wenn ihr lieber ohne selber Auto fahren möchtet unterwegs sein, dann haben wir auch eine tolle Reise für euch. Und zwar ist das unsere Reise Lappland und Lofoten auf einen Blick, wo man eben, wie der Name sagt, unter anderem auch auf die Lofoten in Norwegen reist. Und zwar ist man da entweder mit dem Bus unterwegs, der begleitet ist von einem Contiki-Gästebetreuer, der auch noch Hintergrundinformationen zu der Destination euch weitergibt. Oder man ist dann auch noch mit dem Hurtigruten-Schiff unterwegs von Kirkenes bis nach Svolvær auf den Lofoten. Wirklich eine tolle Reise, wenn man lieber nicht zu viel Auto fahren oder gar nicht Auto fahren, aber auch nicht unbedingt in einer Gruppe per se möchte unterwegs sein. Gruppenreisen gibt es natürlich auch nach Skandinavien oder nach Lappland. Ich habe euch da die Reise im Reich der Mitternachtssonne als Variante, als Vorschlag mitgebracht, als Beispiel, wo man eben mit einem erfahrenen Reiseleiter unterwegs ist, wo die Destination wirklich auch sehr, sehr, sehr gut kennt. Lappland erleben mit Rentier, mit der Weite, mit der Sami-Kultur und gleichzeitig dann aber auch noch eine Fahrt mit dem legendären Postschiff entlang von der norwegischen Küste zurück in Süden oder je nachdem auch nordwärts. Jemand, der gerne aktiv möchte sein und gleich unterwegs sein will, für den haben wir unsere Autotour für Wandervögel, die wir empfehlen können. Da tut man unter anderem auch schwedisch Lappland bereisen. Man hat unterwegs immer die Möglichkeit, kürzere oder längere Wanderungen einzubauen. Man bekommt auch einen Wanderführer mit den Reiseunterlagen mitgeschickt, damit man wirklich auch nicht nur im Auto sitzt, sondern die Natur auch noch zu Fuß geniessen kann. Für Freunde vom Postschiff bieten wir unseren Hurtigruten Herbsthit an, auch eine tolle Variante. Das ist so ein bisschen das, was die Gruppenreise vorher, ein ähnliches Routing, das man auf der Gruppenreise auch erleben kann. Hier ist man aber ganz individuell unterwegs, hat aber alles organisiert mit Transferbussen wiederum, die auch teilweise von unseren Gästebetreuern betreut sind, wo man wiederum Informationen überkommt zur Natur und Destination im Allgemeinen. Das war so eine kleine Auswahl an Produkten von Reisen, die man mit Contiki machen kann nach Lappland im Herbst. Wir haben natürlich noch weitere Angebote für euch zur Verfügung, zur Auswahl. Aber das jetzt so ein bisschen soll zeigen, was für Möglichkeiten generell so ein bisschen gibt. Jetzt, wenn ihr eine Reise mit Contiki bucht, was dürft ihr erwarten? Was dürft ihr erleben? Was dürft ihr mehr erleben, wenn ihr es mit Contiki bucht? Und zwar bekommt ihr von uns Zugriff auf eine Tipp-App. In der haben wir mehrere hundert Tipps gesammelt von unseren Mitarbeiterinnen, von unseren Mitarbeitern, aber auch von Partnern aus den Destinationen oder von Kunden, die mit uns unterwegs waren. Das sind Tipps vom Restaurant bis über einen Wanderausflug und bis zum Hinweis, wo der schönste Aussichtspunkt ist oder vielleicht eben der, den man vielleicht noch nicht so kennt. Das ist alles gesammelt und steht euch zur Verfügung unterwegs.
Wir sind 24/7 für euch erreichbar, telefonisch oder aber auch über unsere Gästebetreuer, die wir in Lappland und auf den Lofoten stationiert haben, den ganzen Sommer hindurch bis und mit in der Ruska-Zeit. Sie stehen jederzeit mit Rat und Tat zur Seite. Sicher ein toller Vorteil ist der Direktflug ohne grossen Aufwand in kürzester Zeit nach Lappland reisen mit der Helvetic Airways. Und Contiki Reisen legt sehr, sehr viel Wert auf das Thema Nachhaltigkeit, nachhaltige Entwicklung auch in den Destinationen. Wir sind bereits seit mehreren Jahren mit dem Tourzert-Label ausgezeichnet. Das ist ein Label für die nachhaltige Tourismusentwicklung. Ja, jetzt habe ich euch ganz viel erzählt von Ruska, von Lappland im Herbst. Bevor wir jetzt zum Ende kommen, habe ich euch auch noch ein Video mitgebracht mit ein paar weiteren Eindrücken, Erlebnissen, wie das so in Lappland im Herbst kann aussehen. Viel Vergnügen! Wie jetzt gerade wieder lustig gemacht auf Lapplandsreisen im Herbst. Hoffentlich euch auch. Wir kommen jetzt bereits zum Ende, respektive ich frage jetzt sehr gerne gerade bei meiner Kollegin, der Madeleine, ob Fragen im Chat notiert worden sind. Madeleine? Es sind keine Fragen im Chat auftaucht. Danke vielmals, Madeleine. Wir warten vielleicht noch schnell, vielleicht kommt noch gerade eine Frage.
scheint gerade nicht der Fall zu sein. Ich möchte mich ganz, ganz herzlich bei euch bedanken, dass ihr euch Zeit genommen habt, mit mir nach Finnisch-Lappland zu reisen in der Ruska-Zeit. Sehr, sehr gerne sind wir natürlich auch für weitere Auskünfte oder für Beratungen, stellen wir euch zur Verfügung per E-Mail, Telefon oder auch sehr gerne bei uns im Nordland-Center in Baden. Es würde uns freuen, wenn wir euch vielleicht noch diesen Herbst oder auch nächstes Jahr in Finnisch-Lappland oder generell in Lappland dürften begrüßen. Danke vielmals oder wie man es so schön auf Finnisch sagt, Kiitos, wunderbaren, schönen Abend wünsche ich euch. Danke vielmals.